Hallo bei einer weiteren LS13 Map-Vorstellung. Ja, ich befinde mich hier auf dem Ballenstapel auf der Funky Town Map von Funkenhascher. Jetzt gehen wir mal hier runter. So sieht der gesamte Stapel aus. Und dann fange ich gleich mal an, euch die Map zu zeigen. Beziehungsweise das, was sich geändert hat. Wenn wir einmal die Gewichte hier liegen. Das ist wohl was Kleineres. Aber wir haben neue Fahrzeuge bekommen. Und zwar den Akusin Autostack, dieser automatische Quaderballenwagen. Und die Krone Big Pack, keine Ahnung was Presse, die Quaderballenpresse. Dazu haben wir gleich zwei Traktoren. Dieser Unterstand musste weichen. Hier liegen noch mehr Gewichte. Dafür kann ich hier hinten Treibstoff holen. So. Wir haben zwei Seemaschinen, zwei Pflüge, zwei Grubber, alles doppelt in einem neuen Unterstand. Und jetzt gehen wir mal hier hinten durch. Was haben wir hier noch? Oh, eine große leere Halle. Da wird uns wohl was zugemutet. Ja. Hier der Hühnerstall. Wurde, glaube ich, gar nicht verlegt. Noch mehr Unterstände. Und noch mehr Unterstände. Und die Silos mussten weichen. Dafür kam mir ein Mais, Raps, Gerste, Weizen. Ah, hier kann man es aufladen. Ah, hier soll man das ja wahrscheinlich abladen. Und noch mehr Weizen, Gerste, Raps, Mais. Ja, alles doppelt oder was? Naja. Hier bleiben die Zuckerrüben, die leider bei dieser Map ihre Textur verloren haben. Schade. Dieses Gebäude wurde auch umgestellt. Hier sind die Saatpaletten. Hier in der Mitte haben wir ein... Wo steht er sonst? Irgendwo steht dieser schöne Brunnen auch. Ne, Quatsch, kein Brunnen, dieses Blumenbeet. Und, stimmt, was ist denn das hier? Ah, ist noch von meinem Opa. Hat er uns wohl noch auf dem Hof übrig gelassen. So. Dürfte auch schon etwas älter sein. Und hier haben wir Anhänger. Vier Stück an der Zahl. So. Das hier wird das Ballenlager sein. Apropos Ballen. Ich stand zwar vorhin auf dem Ballen. Lagerteil, aber man wird ja natürlich nicht gespawnt, sondern ganz normal oben. Unsere fünf Traktoren. So. Dann habe ich hier die Vermutung, man kann ja diese Anhänger. Ah ja. Ah, das ist schön. Man kann die direkt aneinander hängen. So. Haben wir noch irgendwo Fahrzeuge? Ja, hier hinten. Ein Deutz. Mit Mähwerk, mit Ladewagen. Das ist doch mal schön. Dann koppel ich doch hier gleich das mal wieder ab. Dann erkunden wir doch ein bisschen den Rest der Map. So, PDA gab meines Erachtens keine Veränderung. Meine Fahrkunst ist noch genauso schlimm. Joa. Gut, dann müssen wir die Map wohl zu Fuß erkunden. Aber wir sind ja gut durchtrainiert. Das ist ja kein Problem, hier mal ein bisschen schneller zu rennen. Wie zum Beispiel zum Golfplatz, wo eine Brauerei platziert worden sein soll. Wo haben wir die denn? Ah, hier hinten.
Hier wurde eine Brauerei hingebaut. Die ist sogar eingezeichnet auf dem PDA. Aber was haben wir hier noch? Preise. Brauerei, Ehringsdorf. Gaststätte, Güterbahnhof. Ah, Wassermühle. Okay. ZFK, Zuckerfabrik. So, weg mit. Ja, schöne Brauerei. Hier darf man dann sein Zeug wohl hinbringen. Was ist denn das für Silos? Jo, das sind die Silos. Und wer es schafft, hier seinen Trecker zu parken? Respekt. Nein, das wird eine Lagerhalle sein. Denke ich mal. Wie heißt die? Ah, Ehringsdorfer. Ah ja. Okay. Was haben wir hier noch so? Einmal quer über die Map. Da sind wir wieder beim Hof, der sich so langsam aufbaut. Mit dem Ballenstapel, dessen Sinn ich immer noch nicht kapiert habe. Ach. Genau. So, hier im Dorf. Da wurde nämlich die Rittersbräu Zuckerfabrik angelegt. Diese Zuckerfabrik, ah, die gibt es schon länger, seit 1650. Dafür sieht sie aber ganz schön modern aus. Was haben wir hier? Ein Rohrleitungssystem. Hier kann man durchfahren. Ah, dieser Platz für die Mission ist geblieben. Ja, nur wo dürfen wir unsere Sachen hinbringen? Wahrscheinlich in diesem unterstandmäßigen Teil. Weil etwas anderes finden wir hier nicht vor. Dafür gibt es ja noch eine viel größere Zuckerfabrik. So. Hier gleich der Eingang mit einer Schranke. Die Waage wird das hier sein. Oh, hier gibt es wohl Konkurrenz hier in der Nähe. Hier liegen schon ein paar Sachen. Naja, 9 Uhr. Fabrik in Betrieb. Nein. Aber die können seit 1650 sein. So modern ist die nicht. Was haben wir denn hier? Roten Zucker. Weißen Zucker, braunen Zucker. Aha. So. Weite Strecken muss der Zucker hier mit Förderbändern überwinden. Und wo darf ich ihn hin transportieren? Ah, hier ist das Gitter. Und dann kommt man hier hinten durch. Okay. So. Dann würde ich mal so ganz frei behaupten, dass sich nicht mehr auf dieser Map geändert hat. Und dann war es das von mir. Ich bin hiermit raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tja, da denkt man, man hat schon alles gezeigt und beendet schon die Map-Vorstellung und da finde ich doch noch was. Die Salzachmühle. Also scheint auch diese Map im Salzachtal zu spielen. Inhaber Xaver Mooshuber. Die Wassermühle. Was haben wir hier? Das gleiche Schild nochmal. Und wenn ich jetzt hier mal aufhöre, ein bisschen zu fliegen, sondern mit normaler Geschwindigkeit hier über den Langlauf, sieht man auch diese funktionierende Brücke und die leider anscheinend nicht vorhandenen Wasseranimationen.
Oder? Nee. Das dreht sich leider nur. Naja, trotzdem. Schönes neues Feature in der Map. Und dann war es das jetzt aber endgültig von mir. Also bis zum nächsten Mal.